zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und wie war? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Und jetzt viel Spaß mit Moritz Neumeier! Mega geil! Ich habe normalerweise immer bei Applaus am Anfang, wenn Menschen am Anfang applaudieren, sage ich meistens immer, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen, aber ist das voll? Mir war nicht klar, wie nötig ich das habe, jeden Tag irgendwo zu sein, wo Menschen, die ich nicht kenne, mir sagen, das ist aber ganz toll, was du machst. Ich habe das zu Hause versucht. Ich war jetzt seit Februar zu Hause. Das sind die ersten Auftritte seit Februar. Das ist zu Hause nicht machbar. Ich habe auch versucht, meine Kinder nach dem Aufstehen einfach dazu zu zwingen, dass sie morgens nach dem Aufstehen so ein bisschen im Spalier applaudieren. Aber es ist nicht das Gleiche. Es fühlt sich falsch an. Und das sind auch nur drei Kinder. Es sind nur drei Leute. Und das ist trotzdem zu viel. Ich weiß nicht, ich wollte immer drei Kinder haben. Da hatte ich zwei Kinder, habe gedacht, nein, das reicht noch nicht. Eins mehr wäre noch besser. Und jetzt kam das und ich habe sofort gemerkt, jetzt ist eins zu viel. Ich bin damit überfordert. Das soll nicht. Mir ist es auch, ich bin nicht wählerisch. Mir ist egal, welches am Morgen nicht mehr da ist. Aber es wäre. Ich will das nicht ausruhen. Die sind alle drei. Ich liebe die abgöttisch, aber es ist zu doll. Ich habe nur zwei Hände und dann ist immer noch eins über und macht, was es will. Und ich habe gemerkt, es geht so weit. Ich habe das vor allem deswegen gemerkt, weil ich habe sehr große moralische, erzieherische Ansprüche an mich selber. Und ich glaube, also wir alle haben das. Wir alle haben so einen, egal ob wir Kinder haben oder nicht, haben so einen Katalog von Sachen, wo man denkt, also das kann man nicht machen. Das ist ja völlig falsch. Um Gottes Willen, wie kann man das denn bloß machen? Und bei zwei Kindern hatte ich den. Und bei drei habe ich das erste Mal überlegt, ja, aber es wäre schon einfacher. Natürlich würde ich meine Kinder nicht hauen. Aber es gäbe schon Gründe. Also es wäre so einfach, wenn ich so jemand wäre. Weil es gibt ja keine Diskussion dann mehr. Papa, darf ich? Zum Ende. Oh, wie gut wäre das? Natürlich macht man das nicht. Und es gibt eine Menge. Alle Menschen haben so einen Katalog an Sachen, die man nicht macht. Leute haben so eine Liste an schwarzer Pädagogik, auf die man nicht zurückgreifen möchte. Und du brauchst keine Kinder zu haben, um diese Liste anzufangen. Weil du andauernd Menschen mit Kindern siehst, bei denen du denkst, so will ich nicht sein. Jeder von uns war mal in irgendeinem Supermarkt und irgendein überforderter Vater, irgendeine überforderte Mutter war mit ihm, irgendeinem Kind da, so eine Monika oder sowas. Und Monika sah überhaupt nicht ein, dass man jetzt weggeht. Und am Anfang gibt es diesen Versuch von, ja, aber wäre doch auch schön für uns beide, wenn wir uns einigen könnten, dass wir da auf Augenhöhe, das gar nicht. Okay. Und irgendwann gibt es diese Moves, diese miesen Moves. Irgendwann gibt es immer eine Mutter dabei, die meint, so gute Monika, nee, dann geht die Mama jetzt ohne dich nach Hause. Gut, Monika. Tschüss, Monika. Nein, dann, okay, Monika. Guck mal wenigstens her, Monika, dass du mal, kommst du mal jetzt, komm einfach mit, Monika! Weil natürlich bewegt sich Monika keinen verfickten Zentimeter. Weil Monika beim ersten Mal auch gemerkt hat, ja, natürlich geht die Alte nicht ohne mich nach Hause. Wenn du das durchziehst, hast du meinen absoluten Respekt. Das wäre so konsequent. Das würde ich bewundern. Wenn ich heute Abend nach Hause käme und meine Frau säße auf dem Sofa alleine und ich meine, alles klar, wo sind die Kinder? Schlafen die? Wo sind die Kinder? Und sie meint, keine Ahnung. What? Ich war heute Morgen beim Bäcker, ich meinte, ich gehe los, die wollten nicht. Fuck it. Komm, wir müssen die suchen. Kann ich nicht, ich bin stoned, ich kann das nicht. Ich hatte Kinder frei, was soll ich machen? Lass mal Kekse backen. Dann gibt es Menschen, die haben so drakonische Strafen. Wir waren auf dem Spielplatz und da war irgendein Vater mit seinem Sohn, weiß nicht, Michael oder sowas. Und Michael war zweieinhalb und wollte nur rutschen und rutschen und rutschen. Und der Vater meinte irgendwann, okay, doch einmal, Michael, und dann gehen wir nach Hause. Versprochen, versprochen. Und Michael ging hoch, rutschte runter und ging sofort wieder hoch. Und der Vater meinte, wenn du jetzt nicht kommst, dann gehen wir nie mehr ins Schwimmbad. Nicht der andere meinte, wirklich? Also, ist das realistisch? Wenn du es durchziehst, Respekt, Diggi, auf jeden Fall. Das wäre mega konsequent. Wenn Michael irgendwann mit 16 meint, oh, es ist mega warm, ich glaube, ich gehe mit meinen Freunden heute ins Freibad. Nein, gehst du nicht.
Warum nicht? Als du 2,5 Jahre alt warst! Es geht ja auch noch krasser. Es gibt, ich bin mit dem Satz nicht aufgewachsen, aber es gibt den Satz, und ich glaube, einige kennen den, Kinder mit einem Willen kriegen was auf den Brillen. Ja, die Menschen melden sich. Es gibt diesen Satz, ja. Was der Satz heißt ist, falls du Wünsche hast, die du mir dann auch noch äußerst, schlage ich dir so doll in die Fresse, wie ich kann. Und auf der einen Seite denkt man, das ist ja furchtbar fürs Kind. Ja, aber es ist auch mega praktisch für die Eltern. Siehst du, das machen 3 Kinder mit mir. Nicht, weil die kacke sind, sondern weil ich überfordert bin. Und dafür war es eigentlich war's gut dafür, dass ich jetzt ein halbes Jahr lang, ich war ja nur zu Hause, ich habe nur mit diesen 3 Leuten da rumgehangen und meiner Frau. Und ich habe auch meine Kinder noch ein bisschen besser kennengelernt. Ich muss sagen, jetzt aus der näheren Betrachtung, mein Sohn ist ein cooler Typ doch. Mein Sohn ist 6 Jahre alt und ich habe gemerkt, er kann einige Sachen besser als ich. Was krass ist. Weil einige Sachen können wir alle nicht. Wir alle hassen Smalltalk. Niemand kann mir erzählen, dass jemand gerne darüber redet. Ja, und gestern war das Wetter aber nicht so gut. Heute ist das Wetter aber... Niemand hat Bock darauf, aber alle denken, ja, natürlich machen wir das, weil ansonsten ist es still. Vielleicht wäre das ja, lieber reden wir, als dass es still ist. Wirklich? Ist das nicht, gibt es nicht Situationen, wo es schön ist, dass man das gar nicht? Und trotzdem mache ich das. Ich kann das nicht abhalten. Meine Vermeidung ist, ich lade einfach keine Menschen nach Hause ein. Meine Frau ist aber so ganz, oh, sozial, und wir mögen Menschen. Und deswegen kommen Freundinnen von ihr. Und ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich kann nicht Smalltalk. Mich macht das wütend und traurig und aggressiv, wenn Leute langweilig sind. Es fühlt sich ein bisschen an, als für mich, als würde mich jemand mit Langeweile peitschen. Das ist das Gefühl, das ich habe. Aber natürlich entsteht die Situation, dass wir seit einer Stunde uns unterhalten. Und mit uns unterhalten meine ich, sie stellt 84 Fragen, auf die ich möglichst kurz antworte. Und dann gibt es eine Pause und alle im Raum wissen, jetzt ist Moritz da mit Fragen stellen. Jetzt müsste Moritz fragen, hey, wie läuft's denn in deinem Germanistikstudium, Britta? Aber dann kann es sein, dass sie antwortet. Und dann muss ich mir mit dem Cocktailschirmchen die Halsschlagader auftrennen, weil das... Mein Sohn kann das. Mein Sohn kann, der windet sich da einfach raus. Wir waren Laterne laufen, letzten Herbst, weil Kinder das voll geil finden, 2 Sekunden lang eine Laterne in der Hand zu haben und dann laufe ich 30 Kilometer mit 3 Laternen in der Hand rum. Und wir wohnen auf dem Dorf, das heißt, da wohnen eine Menge alte Frauen. Es gibt ein paar junge Leute, das sind meine Frau und ich und meine Kinder und dann gibt's alte Leute, und nicht mal nur alte Leute, es gibt vor allem alte Frauen. Ich weiß nicht, wo die Männer dazu sind, aber es gibt eine Masse alte Frauen. Und wir gingen spazieren und ältere Frauen bei uns im Dorf haben diese Angewohnheit, erstmal meinen Kindern durch die Haare zu wuscheln ungefragt, was bei mir sofort den Reflex auslöst, dass ich irgendwann diesen Schritt machen muss, um einfach dann der alten Frau durch die Haare zu wuscheln, einfach um zu gucken, was sie dazu sagt. Und die haben so eine Form von aggressiven Smalltalk. Also es kommt Smalltalk raus, aber du hast keine Chance zu antworten, weil das ist nonstop. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten die seit 30 Jahren zu Hause nicht mit ihren Kindern und dem Mann geredet. Jetzt müssen sie alles rauslassen. Und wir gingen mit meinen Kindern Laterne laufen und 2 ältere Damen kannten und gingen sofort zu meinem Sohn und meinten, na, mein Lötchen, da hast du aber eine schöne Laterne gebaut. Hast du die selber gebastelt, wo denn? Im Kindergarten? Bist du schon im Kindergarten? Pass auf deine Schwester auch gut auf. Gehst du mal auf den Spielplatz? Und mein Sohn hörte einfach nur zu und irgendwann nahm er die Laterne und hielt sie hier ans Bein und meinte, jetzt zünde ich dich an. Und dann war das Smalltalk vorbei. Warum mache ich das nicht mal? Und Britta, wie läuft's in deinem Germanistikstudium? Ja, ich hab da diesen eine Vorlesung, jetzt zünde ich dich an. Oh. Ich glaube, was komisch war für viele Eltern während diesem ganzen Corona-Lockdown und sowas war, dass man sich nicht austauschen konnte mit anderen Eltern. Und das muss man zwischendurch machen, habe ich gemerkt. Weil irgendwann hast du das Gefühl, ich verkacke es, ich mache riesige Fehler. Und dann redest du mit Eltern und merkst, nee, machen wir alle gleich Scheiße. Sehr gut, alles klar. Und das ist, weißt du nicht, man muss sich da zwischendurch, klar, natürlich habe ich das Gefühl zwischendurch, am liebsten würde ich die Kinder hauen. Das ist ja nicht gelogen. Natürlich mache ich das nicht, aber schon die Vorstellung gibt mir ja so eine kleine Gänsehaut der Vorfreude. Und ich werde das nie einlösen, aber es ist ein Weg, Aggression loszulassen. Entweder ich fresse das rein oder ich denke, wenn ich nur könnte. Ich kann, aber ich mach nicht. Und natürlich fühlt man sich beim ersten Mal, wenn man das denkt, scheiße. Aber dann fängt man mit anderen Eltern zu reden und merkt, alle haben das. Alle haben das. Hat jemand Kinder hier? Wie viele Kinder habt ihr? 1. Wann wolltest du deinem Kind zum letzten Mal wehtun? Vor 2 Tagen. Das ist relativ lange her. Respekt. Finde ich sehr gut. Du scheinst eine wirklich gute Mutter zu sein.
Weil du hast gestern den ganzen, du wolltest ihm den ganzen Tag nicht wehtun. Du solltest einen Ratgeber schreiben. Das ist ja genial. Ich habe angefangen auf der Bühne, so wie jetzt, Menschen zu fragen. Da habe ich nicht nur gemerkt, dass Leute sagen, ja, geht mir auch so, sondern alle haben auch so verschiedene Fantasien. In der letzten Show vor Corona habe ich das auch gefragt und meinte dann zu einer Frau, sie meinte, ja, wollte ich gerne öfter machen und habe gefragt, was ist deine Fantasie? Und sie musste nicht mal überlegen, meinte, bei mir ist es eher so ein bisschen cartoon-esque, also ein bisschen wie im Cartoon. Ich habe so einen riesigen Hammer und dann haue ich auf meinen Sohn und er ist so eine Pfütze. Wie geil wäre das denn? Warum nicht? Ist doch nur eine Fantasie, ist doch völlig egal. Da habe ich weiter gefragt, da war so ein Mann, der meinte, ich würde mit einer Makita-Bohrmaschine, und es muss auch eine Makita-Bohrmaschine sein anscheinend, vielleicht, weil die besten Akkus haben und deswegen kann man es auch im Park machen oder so. Keine Ahnung. Aber er würde mit einer Makita-Bohrmaschine seiner Tochter in die Kniescheibe bohren. Warum nicht? Ich bin gar nicht so kreativ. Ich möchte, alles, was ich machen möchte, ist einfach hauen. Ich will die einfach hauen oder im Vorbeigehen einfach in die Hecke schubsen. Weil das ist so eine Nebenbei, es ist so ein bisschen respektlos, aber Papa, darf ich? Und dann gehe ich rein. Und dann waren wir beim Auto, dann fragte ich weiter und dann war da eine Frau und ich meinte, okay, hast du auch sowas? Weil sie auch Mutter war und sie meinte, nee. Also wenn ich ehrlich bin, sowas wie Gewalt, das kommt in meinen Gedanken gar nicht vor. Und dann gab es so ein kollektives Aufstöhnen von allen anderen Eltern. Alle meinten, halt dein Maul, ey. Verräterin. Und das schien sie echt beschäftigt zu haben, weil ich habe einfach die Show weitergemacht, dann war irgendwann eine Pause. Nach der Pause kam ich rauf, wieder. Und sie saß in der zweiten Reihe und bevor ich irgendwas sagte, machte sie... Ich meine, ja, bitte. Ja, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Und ich habe doch schon so was Ähnliches. Und ich meine, ja, hau raus, teil's mit allen. Und sie meinte, okay, pass auf, ich hatte 3 Abtreibungen, als ich relativ jung war. Und jetzt habe ich einen Sohn. Und also manchmal stelle ich mir vor, wie wäre es denn, wenn ich jetzt die 3 Föten behalten hätte? Und die hätte ich so in Gläser getan. Und dann hätte ich so ein Zimmer und die würde ich da aufreihen. Und wenn mein Sohn nicht aufräumt, dann gehe ich mir in das Zimmer und ich sage, wenn du nicht aufräumst, endest du auch da oben. Auf der Bühne und meinte, holy shit! Ja, toll, dass du das mit uns teilst. Also, ist gut. Geht das noch jemandem so aus der Gruppe? Und dann brüllte ein Mann von ganz hinten rein, ja, ich sag mal, ist ein klassischer Fötensalon, nicht? Als wäre das so ein geflügeltes Wort. Oh, schön, dass ihr lacht, weil die Geschichte ist von vorne bis hinten erlogen. Die Geschichte stand so, dass ich irgendwann mit Hinner Köhn auf Tour war, der im Auto saß und meinte, ich hatte gestern so eine Idee für so auf der Bühne, irgendwas mit Fötensalon, aber ich glaube nicht, dass man Menschen damit zum Lachen bringen kann. Und ich meinte, haha, Challenge accepted. Ah, und ich habe gewonnen. Ich habe mir das merkwürdiger vorgestellt, draußen aufzutreten. Weil es ist halt draußen. Das ist halt nicht normal. Weil normalerweise trete ich in so Läden auf, die haben so geile Erfindungen wie Wände. Und das hat Vorteile. Es hat aber auch Nachteile, habe ich gemerkt. Weil ganz im Ernst, es gibt jeden Abend Menschen, die sich unterhalten während der Show. Und es ist noch relativ hell. Ich sehe, dass es auch bei euch das gibt. Aber das Geräusch kommt gar nicht bis zu mir, weil da fährt eine S-Bahn lang. Jetzt in diesem Moment. Und das ist für mich echt gut. Und ich habe mich auch immer schon gefragt, warum Menschen das zulassen. Weil das ist jeden Abend so. Menschen unterhalten sich. Und alle, ich habe ein Mikrofon, ich kann lauter reden. Ich kann mich davon ablenken. Aber drumherum stört das die Menschen. Und dann, es dauert immer 10 Minuten, bis jemand was sagt. Es ist meistens ein älterer Herr, der dann sagt, shh. Und das war's. Weiter geht niemand. Und dann hören die trotzdem nicht auf. Und alle finden es komisch. Und bis ich dann irgendwas sage und das auflösen muss. Und ich habe immer schon da gestanden und gedacht, hä, warum sagt denn niemand was? Also warum lassen das denn alle anderen drumherum zu? Weil stell dir jetzt vor, so die beiden, dieses Pärchen hier mit dem einen Kind, die unterhalten sich jetzt nonstop. So, und alle anderen rum sind genervt. Und dann macht einer Schhh. Und denen ist das scheißegal, weil das ist das erste Mal, dass die ohne das Kind los sind. Und ja, sie gehen richtig ab. Also ich bin froh, dass sie Klamotten anhaben. Und alle fühlen sich gestört. Und ja, aber warum lassen wir das zu? Wir sind ja mehr als die. Wir können ja machen, dass die still sind. Für immer. Wir müssen uns halt nur gut absprechen. Weil natürlich würde irgendwann die Polizei kommen und uns auch immer ein bisschen befragen, weil die meinen, ja, dann sind hier während der Show 2 Menschen gestorben, wie ist das denn passiert? Aber wenn wir alle zusammen sagen, keine Ahnung, das muss dieses Coronavirus sein, von dem ich immer so viel lese, ich weiß das auch nicht.
dann würden wir damit durchkommen. Und das ist ja Demokratie. Wirklich? Eine Runde Applaus dafür, dass ich sage, oder wir bringen alle zusammen die zwei Leute um. Und dann gibt es Menschen, die sich denken, mega geil. Endlich sagt's mal einer. Sind mir lange schon Dorn im Auge. Pärchen. Nein, natürlich bin ich nicht dafür, dass Menschen sterben. Und natürlich seid ihr auch nicht dafür, dass Menschen sterben. Aber wenn man sagt, oh, stell dir mal vor, einige Menschen müssen sterben. Jeder hat ja ein Bild im Kopf, wo man denkt, also wenn schon, denn schon eher. Und es gibt so Kriterien für jeden oder jede, wo man denkt, ja, das ist für mich mein Ausschlusskriterium aus der Gesellschaft ist Dummheit. Und mit Dummheit meine ich nicht, oh, nicht gebildet sein oder nicht intelligent sein, sondern wirklich dumm sein. Und dumm heißt für mich, dass du dich wirklich anstrengst, um Fakten, die es gibt, nicht zu wissen. Und das ist schon ein ganz schön doller Schritt. Das ist wirklich aufwendig und Menschen machen das. Ich habe während der ganzen Corona-Zeit mir überlegt, ja, ich bin nicht auf der Bühne, ich habe aber so ein Sendungsbewusstsein. Weißt du was? Ich gehe ins Internet und rede in Foren mit Leuten und dann überzeuge ich die. Auch weil ich es voll interessant finde, rauszufinden, wo ist die Grenze? Weil ganz viele Menschen haben so eine Meinung und da kann, weißt du, ganz viele Menschen haben so eine Meinung, ich habe meine Meinung und trotzdem kann, gibt es so eine lange Strecke, wo man denkt, ja, ja, klar, das kann ich noch nachvollziehen. Sehe ich anders, aber ich weiß, woher deine Seite kommt. Und dann gibt's irgendwann so einen Punkt, wo man denkt, und da bin ich raus. What? Und das ist mega interessant, finde ich, in Gesprächen das rauszufinden. Und dann redet man zum Beispiel mit Menschen, die den Klimawandel leugnen. Und da ist es dann so, dass man sagt, hallo, hallo, gibt's den Klimawandel? Finde ich nicht. What? Weil da fängt das schon an. Wie kann man das leugnen? Und das sind immer die gleichen Sachen, die dafür benutzt werden. Dass man sagt, ja, aber es gibt den Klimawandel. Ja, sagt wer? Alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich damit befassen. Ja, na klar, weil die ja bezahlt werden, das zu sagen. Die würden ja kein Geld verdienen mit dem Klimawandel, wenn es ihn nicht gäbe. Hä? Aber warum glaubst du denen das nicht? Ich war letztens auf YouTube und der eine, der Jürgen, meinte, das ist nicht so. Und jetzt glaube ich das auch. Ja, aber es gibt ja Tests. Also wir merken ja schon die ersten Auswirkungen. Merken wir selber. Nö. Ja, aber du kannst das ja sehen. Also das wird ja, es gibt ja Untersuchungen und das ist jetzt... Jetzt, seit wir Maschinen benutzen, geht das nach oben. Nö, nö, nö. Das, ich sag mal, Klimawandel kommt und geht. Das ist die Sonne, glaube ich. Du musst dich ja wirklich anstrengen, um das zu schaffen. Du musst dich ja wirklich dumm stellen. Du musst dich dümmer machen, als du bist, um daran zu glauben. Das ist ja schon eine Aufgabe. Und das klappt ja auch nur da. Niemand würde AIDS leugnen. So, ich habe AIDS. Nö. Nö, glaube ich nicht. Sagt wer? Meine Ärztin. Ja, klar. Weil damit Geld verdienen, wenn du AIDS hast. Hä? Aber warum glaubst du das nicht? Ich, letztens, der Jürgen meinte auf YouTube, er gibt kein AIDS. Das glaube ich jetzt auch. Ja, aber ich merke ja schon die ersten Auswirkungen. Nö. Ja, aber das kann man ja untersuchen. Es gibt ja Tester. Nö, AIDS kommt und geht. Am Ende ist das die Sonne. Und diese Menschen sind nicht gefährlich. Ich kann das nachvollziehen. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das nachvollziehen. Natürlich würde ich lieber nicht an den Klimawandel glauben. Das ist ja viel geiler. Weil Weg A ist, dass jemand sagt, ah, wenn wir das nicht ändern, was wir nicht tun werden, werden wir alle sterben. Und Weg B ist, nö, das ist eine Verschwörung. Und es gibt Leute, die sagen das. Es gibt Leute, der Klimawandel ist eine Verschwörung. Und dann fragst du, ja, aber von wem? Warum denn? Und ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und zwei Leute meinen, das ist, weil die wollen, dass ich keine Wurst mehr esse. What? Die wollen mir meine Wurst wegnehmen, die Grünen. Wer startet da für eine Verschwörung? Wer steckt dahinter? Die scheiß Käse-Lobby, oder wer ist das? Natürlich gibt's einen Klimawandel. Und natürlich ist es scheiße, daran zu denken. Weil wenn man den WissenschaftlerInnen, die dich damit befassen, glaubt, dann ist das in 50 Jahren vorbei. Ja, wir können immer was verändern. Du kannst bei dir selbst anfangen. Ja, aber da hört's ja auch auf. Wir haben ja alle Regencapes an. Und die sind ja aus Plastik. Und die kommen in die Elbe. Also nicht aktiv. Es ist nicht so, dass wir die nachher einsammeln und dann manchmal in die Elbe geben. Aber wir wissen ja, klar, alles landet am Ende in der Elbe. Und das ist schlimm, schlimm, schlimm. Dann geht's ins Meer und dann sterben Quallen und so. Ist wirklich nicht gut. Auf der einen Seite. Aber du musst ja auch das Gute sehen. Quallen sind scheiße. Ja, aber das ist doch furchtbar, dass das ganze Plastik im Meer ist. Ja, aber ja nicht nur. Es gibt zum Beispiel Delfine. Mega süß. Nein!
Informiert euch. Das ist kein Spaß. Ich lüge nicht, wenn ich sage, Delfine sind mit die einzigen Tiere, die mit Absicht, einfach weil sie Bock haben, andere Leute und Delfine vergewaltigen. Menschen, mehrere Menschen wurden von Delfinen vergewaltigt, weil die sind geschwommen. Und dann kam ein Delfin und meinte, nehm ich. Und das ist furchtbar. Ab und zu passiert das, dass ein großer, muskulöser Delfin kommt und sieht einen kleinen, grazilen Delfin. Und dann zwingt er ihn oder sie zum Geschlechtsverkehr. Und dann schwimmt er einfach weg. Aber in eine Plastikwolke. Und dann erstickt er qualvoll. Und das ist Gerechtigkeit. Und ich finde, das sollte es auch außerhalb des Meeres geben. Weil auch hier, selbst hier, der Schanzenpark, ja auch hier werden Menschen vergewaltigt. Und mit Menschen meine ich Frauen. Das ist ein ganz großen Teil sind das Frauen. Aber wie geil wäre das, wenn das ein Mann macht und vergewaltigt eine Frau, was furchtbar ist, und dann einfach weggeht. Und dann geht er an die Sternschanze, an die S-Bahn und wird aus dem Nichts, zack, vom gelben Sack stranguliert. Was so? Oh. Ich glaube, man muss anfangen, aufzuhören zu glauben, dass der Klimawandel noch umzuwenden ist. Weil ganz im Ernst, die meiste Energie geht dabei drauf, darauf zu hoffen, dass das noch anders wird's nicht. Sieh die Vorteile darin. Aber die Welt geht in 40 Jahren unter. Ja, wie geil ist das denn? Das heißt, wir haben noch maximal 40 Jahre Zeit. Vielleicht noch 20 und dann geht's richtig, dann wird's schon scheiße. Das heißt, du kannst jetzt das machen, worauf du Bock hast, weil es gibt keine Ausrede mehr. Und statistisch gesehen machen das viele nicht. Ein Drittel von euch ist jetzt gerade in einem Beruf, den er oder sie eigentlich gar nicht haben will. Wem geht das so? Wer findet seinen eigenen Beruf scheiße? Nö, nee, genau. Wir haben zufällig nur Leute da. Das ist okay, das zuzugeben. Andersrum gibt es auch Menschen, das gibt es auch immer. Man hat nicht nur die Vorstellung von, oh, das will ich eigentlich nicht machen, was ich gerade mache, sondern jeder hat was, wo er weiß, ja, eigentlich würde ich gerne das machen. Gibt es da Leute, die eigentlich so einen Traum haben, den sie nicht verfolgen, wo sie denken, wenn ich es mir auch suchen könnte, würde ich gerne eigentlich das machen. Hat jemand irgendwas davon? Was würdest du gerne machen? Archäologie. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, außer dass du halt kein Studium dafür hast. Was hält dich ab davon? Also dein Hobby ist, ey, ich hätte so Bock, dass da irgendwo ist voll viel Sand, aber ich habe so einen Pinsel. Und dann mache ich so und irgendwann ist da vielleicht was. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht schon. Mega geil, warum machst du es nicht? Das ist einer der Gründe, dass Tutanchamun wurde schon ausgegraben. Ja, aber als gäbe es nicht noch andere ägyptische Verrückte, die sich gedacht haben, weißt du was, ich bin bald tot, ne? Bau mir mal ein Riesenhaus! Die allermeisten Menschen sind schon lange tot. Wie arrogant ist das nur Tutanchamun? Ist doch, kann doch auch sein, dass vor 30 Jahren hat so eine nette Frau Müller hier in Hamburg gewohnt. Dass du die vielleicht findest und mal guckst, wie hat die denn gelebt? Jetzt, ich habe Fundstücke gefunden. Ihr Dackel liegt direkt daneben. Es ist unglaublich. Zieht durch, warum nicht? Warum macht man nicht das, worauf man Bock hat? Und es geht ja noch weiter, weil man denkt, oh, da muss man voll viel machen. Du musst Studium und dann noch hoffen, dass du irgendwie noch einen Job bekommst. Und was machst du jetzt gerade? Personalentwicklung. Nee, das war auf jeden Fall die richtige Abbiegung. Also was, du arbeitest jetzt quasi, du suchst jetzt die passenden Menschen, die noch leben, würdest aber eigentlich lieber passende Menschen suchen, die schon lange tot sind. Ja, ist natürlich geiler, sehe ich völlig ein. Aber trotzdem ist da voll viel Aufwand. Man muss damit aufhören, dann hat man weniger Geld, dann muss man dieses Studium schaffen, etc. Es ist ein langer Weg und man denkt sich, oh, vielleicht nicht. Aber es gibt andere Sachen. Ein Viertel von euch befindet sich in diesem Moment in einer Beziehung, in der sie eigentlich schon lange gar nicht mehr sein wollen. Warum macht ihr das? Also ich weiß warum. Ich habe das nie rechtzeitig geschafft, Schluss zu machen. Ich hatte das immer, ich wusste, jetzt ist Schluss. In einem halben Jahr verlasse ich sie. Die meisten haben das, weil klar, es ist so, oh, dann ist es ein komisches Gespräch und dann ist sie oder er ist dann traurig und dann muss ich auch noch ausziehen und die Wohnung ist echt geil. Wir hatten noch diesen einen Urlaub geplant, alleine fahre ich da nicht hin. Vielleicht, aber ich mache das maximal noch 4 Jahre mit, dann ist Schluss. Hört auf, Zeit zu verschwenden. Und ich weiß, es ist wie so ein Riesenschritt, aber es ist nicht viel. Alles, was ihr machen müsstet, wäre in diesem Moment euch umzudrehen und zu sagen, nee, das hört jetzt auf. Und das war's. Und falls ihr darauf Bock habt, es ist kein Problem. Wir haben hinten 2 Tische, die komplett leer sind. Extra für die, die jetzt verlassen werden, damit die sich da wieder vielleicht auch neu kennenlernen können oder so.
Möchte jemand jetzt die Chance nutzen? Weil wir können das auch, so diesen schönen Moment für immer auf Kamera haben. Da kann man Jahre später noch, oh ja, war das geil, habe ich ihn verlassen. Es war der beste Moment meines Lebens. Warte, ich spule nochmal zurück. Guck mal, wie er weint. Oh, das war so gut. Man muss anfangen, anzuerkennen, dass wir nicht ewig viel Zeit haben. Deswegen sollte man jetzt anfangen, so zu leben, dass man damit möglichst glücklich ist. Und aufhören zu glauben mit, ja, aber halt ein Maul, mach das. Ja, aber vielleicht geht das schief. Ja, aber dann sterben wir ja auch. Ich gebe zu, dass ich das meinen Kindern bisher jetzt so noch nicht vermittelt habe. Also ich habe meinen Kindern schon gesagt, ey, du solltest was finden, was dich glücklich macht. Aber ich habe dann nicht weitergesprochen und gesagt, weil die Polarkappen schmelzen und Hamburg nur noch 20 Jahre existiert. Naja, natürlich sage ich meinen Kindern das nicht. Ich habe mit meinen Kindern am Anfang, mit meinem Sohn, als nur er da war, er ist der Erstgeborene. Alle erstgeborenen Frauen und Männer kriegen immer am meisten ab. Ich habe mir über alles erzählt, bis ich immer gemerkt habe, ich brauche einen Filter auf jeden Fall, weil Kinder ja einige Sachen nicht verstehen oder falsch verstehen oder noch nicht verarbeiten können. So, zum Beispiel, meistens bringe ich ihn zum Kindergarten morgens. Und ich weiß nicht, warum, mein Sohn hasst Schuhe. Das ist einfach sein Ding, dass er keine Schuhe anziehen will. Und wir haben lange diskutiert und es ist jeden Morgen die Frage, Papa, muss ich Schuhe anziehen? Und mittlerweile sage ich meistens, weißt du was, scheiß auf die Schuhe, scheiß drauf. Geh ins Auto, ich nehme die Schuhe mit, zieh's im Kindergarten an. Letzte Woche hat meine Frau meinen Sohn in den Kindergarten gebracht und sie meinte, echt doch, du musst noch Schuhe anziehen. Und mein Sohn meinte im Laufen, nein, Papa meinte, wir können in die Schuhe kacken. Und meine Frau meinte, was hast du gesagt? Ich meinte, ich habe nicht gesagt, in die Schuhe kacken. Wir können auf die Schuhe scheißen. Ich habe nichts davon gesagt, dass wir da reinkacken sollen. Und manchen Eltern geht das schon zu weit, Scheiß drauf zu sagen. Waren wir auch lange nicht klar, bis wir dann auf Spielplätzen rumhängen. Und mein Sohn irgendwann, ihm ist ein Eis runtergefallen und er meinte, Scheiße! Und eine Mutter kam, die wir nicht kannten, eine Mutter kam und meinte, na, das heißt nicht scheiße, das heißt schade. Und ich stand da und meinte, wirklich? Immer? Sie meinte, ja. Ja, aber, hä? Bullshit. Entschuldigung. Das ist doch kein Konzept, was immer funktioniert. Weil ich meine, was machst du denn, wenn was nicht schade ist, sondern scheiße? Weil es gibt Sachen, die sind scheiße. Ich bin vor 7,5 Jahren auf dem Stadtfest in Dessau aufgetreten. Und das war nicht schade, dass ich da war. Das war mega scheiße. Und trotzdem verstehe ich, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, aber du musst bei den Kindern, musst du aufpassen. Nee, nee. Letztens habe ich meinen Sohn aus dem Kindergarten abgeholt. Und die kam zu mir und meinte, Herr Neumann, gut, dass Sie da sind. Nee, können wir noch einmal kurz in mein Büro, dass wir da noch mal unter vier erwachsenen Augen nochmal. Nee, kommen Sie ruhig mit. Und ich bin da hinterher und sie meinte, wir waren ja vorhin draußen. Schönes Wetter, ganz schönes. Ja, haben Sie ja auch mitbekommen. Und wir haben dann, Ihr Sohn ist denn hingefallen? Nicht schlimm, um Gottes Willen. Nein, 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 kein Blut. Nee, er ist wohl über so einen Stock gestolpert und aus irgendeinem Grund meinte er dann in einer schon sehr lauten Lautstärke, meinte er, was liegt denn der verfickte Stock hier rum? Und dann wurde sie so sehr pädagogisch, weil sie dann meinte, was glauben Sie, warum er gerade dieses Wort gewählt hat? Also, wo könnte er das aufgeschnappt haben? Warum diese Sprache? Und ich dann meinte, das ist ein bisschen unangenehm, das jetzt zu sagen, aber es könnte daran liegen, dass irgendjemand diesen verfickten Stock nicht weggeräumt hat. Was ist los, Ursula? Wofür bezahle ich dich? Ich habe mich gefahren. Und ich verstehe auch, dass Menschen, wenn sie mit meinen Kindern sehen, der Meinung sind, das ist jemand, der sollte die Erziehungsaufgabe nicht zu 100% übernehmen. Wahrscheinlich nicht mal zu 50%. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, es stimmt schon. Meine Frau ist auf jeden Fall besser darin. Es gibt Wahrheiten zwischen mir und meiner Frau, die ich nicht ausspreche, weil dann wäre das von Nachteil für mich. Wie zum Beispiel, natürlich ist sie besser mit den Kindern als ich. Ist sie. Sie ist da einfach besser mit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, meine Frau ist auch, sie ist schon ganz schön viel schlauer als ich. Was ich hier sage, würde ich nie zu Hause sagen. Wie dumm wäre das denn? Weil wir haben uns kennengelernt und haben von Anfang an gesagt, geil, lass mal so tun, als wären wir beide gleich klug. Und dann funktioniert das besser. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo ich merke, nope, da habe ich keine Chance.
Jetzt während Corona. Es gab aber nicht mal diesen scheiß Kindergarten. Die waren ja 4 Monate einfach nonstop zu Hause, diese Kinder. Also haben wir die bespaßt. Haben's irgendwann angefangen, so abwechselnd zu machen. Ich habe die bis 12 genommen und dann, weißt du, abgeklatscht und sie war dran. Und ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen. Viel getobt, wirklich viel das gespielt, was die wollten. Da hatten meine Kinder so eine Piratenphase, was überflüssig war, weil die nicht die verfickteste, geringste Ahnung hatten, was ein Pirat macht. Das heißt, ich habe mich begeben in deren Fantasiewelt, die sich alle 4 Sekunden geändert hat. Jetzt bist du ein U-Boot, jetzt ein Krokodil. Du bist eine Palme! Und das alles mitgemacht. Und dieser scheiß Schweiß in Bächen runtergelaufen, aber ich dachte, ich bin ein guter Vater. Es ist Punkt 12 und ich meinte, Frau! Ah, du bist dran! Und sie meinte, was machen wir? Pirat! Und sie meinte, ja! Und legte sich aufs Sofa. Und ich meinte, ne! Das darf sie nicht! Nee, du spielst Pirat! Und meine Frau meinte, ja, ich bin ein körperlich behinderter Pirat. Ich habe in einer Schlacht mit dem Oktopus beide Beine verloren. Und der Rest der Mannschaft muss mich jetzt pflegen. Und ich meinte, nein! Und die Kinder meinten, ja! Und dann haben sie 3 Stunden gepflegt und haben ihr Essen und Trinken gebracht und eine Schüssel, wo sie ihre Füße reinstellen konnte, die es nicht gab! Und ich stand da und dachte, ah, sie ist klüger als ich. Shit. Man muss sich da konstant dran erinnern, was man an dem Gegenüber hat. Auf der einen Seite sich erinnern, was man an dem Gegenüber hat. Und dann, wenn man denkt, oh, warum ist mein Gegenüber nicht so und so? Er muss besser sein. Und dann gibt es auch den Schritt, dass man guckt, was ist man selber? Und dann merkt man, nee, das ist okay, wie sie ist. Weil ich bringe nicht so viel mit in den Verhandlungsspielraum, muss ich mal jetzt. Ich bin froh. Ich bin auch bis heute noch überwältigt davon, dass ich eine so tolle Frau gefunden habe, die bei mir geblieben ist, was nicht ganz stimmt. Ich habe ja nicht um sie geworben. Ich habe sie relativ schnell geschwängert. Und dann musste sie bei mir bleiben, weil sie war sehr verliebt und mittellos. Und manchmal vergisst man das. Nicht nur wie wertvoll, sondern auch wie privilegiert das ist, dass wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man glücklich ist. Weil viele haben das nicht. Einige haben niemanden. Ist jemand Single? Ist jemand ganz alleine da? Da in der gelben Jacke? Wie lange schon? 2, 3 Jahre. Traurig. Nee, mir geht's gut. Das würde ich mir auch immer sagen dann. Das ist gut. Aber bist du gerne Single? Das kam zu schnell. Wie oft hast du den Satz vorm Spiegel geübt? Nein, ich finde das toll. Du bist wirklich gerne Single wahrscheinlich, ne? Ja, du hast irgendwas zu tun dann und machst was mit dir alleine und sowas. Oder mit Freunden und Freundinnen. Aber du brauchst nicht jemanden. Ich schon. Ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach kein guter, ich war nie ein guter Single. Vor allem, wenn man ziemlich schnell merkt, dieses Bild, was man von sich selber hat als Single, ist sehr viel besser als die Realität. Dass man irgendwie denkt, oh, ich bin endlich aus dieser Beziehung raus. Und heute Abend, Momo macht einen drauf. Yeah, 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 yeah. Heute lerne ich jemanden kennen. Vielleicht, doch, bestimmt. Doch, doch. Ich sehe völlig okay aus. Das wird mega gut. Jetzt ist auch Zeit, weil bald machen die Clubs zu. Ich such mal, komm mich nicht rein. Okay, jetzt sind alle schon zu Hause. Jetzt fahre ich dann jetzt auch mal nach Hause. Jetzt masturbiere ich weinend in dein Handtuch. Das ist halt Single sein, oder? So ist es doch. Beziehungen haben ist glaube ich, ziemlich schwer oder finde ich ziemlich schwer. Was krass ist, ist halt, Beziehungen lange führen, sodass es cool ist. Es gibt ja Leute, die sind einfach schon ewig zusammen. Wir sind jetzt seit 7 Jahren zusammen und das ist immer noch einfach. Und dann gibt es Menschen, die sind ewig zusammen. Wir haben letztens ein Pärchen besucht und Pärchen klingt komisch, wenn man weiß, die waren halt Ende 70. Die waren auch seit 55 Jahren ein Pärchen.
Aber das waren so Freunde der Familie und die sind einfach schon sehr alt und ganz alleine wegen Corona. Und dann hieß es, ey, besuch die doch mal, die können sonst niemanden treffen, so im Garten vielleicht. Also haben meine Frau und ich das gemacht und saßen bei diesen Leuten. Es war ganz erquickende Gespräche über den, damals im Ersten Weltkrieg. Aber es war nett. Und die haben ein System gefunden, das anscheinend funktioniert, weil das früher auch funktioniert hat. Deren System, die waren halt sehr alt. Das System war, wie bei vielen alten Menschen oder wie das früher normal war. Er ist arbeiten gegangen, sie war zu Hause, hat den Haushalt gemacht. Dann irgendwann hat sie auch angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Aber hat auch noch den Haushalt gemacht und die Kinder erzogen. Und das war auch gerecht. Und ich habe irgendwann gedacht, ja, aber für die ist das einfach normal, weil das war, wahrscheinlich ist es einfach automatisch so gewesen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, warte mal, ich glaube, er macht das mit Absicht. Ich glaube, er hat das gezielt so organisiert. Und dann ist mir klar geworden, der Typ ist genial. Ich glaube, das waren Moves, weil wir saßen da irgendwann und er meinte dann, weißt du was, ich mache mal für alle einen Tee. Und dann ging er weg und kam 5 Minuten später wieder und meinte, Ute, wo ist der Tee? Und Ute meinte, Andreas, der Tee ist in der zweiten Schublade, wie seit 35 Jahren, in der Schublade. Und dann ging er wieder rein und kam nach 10 Minuten wieder und meinte, der Wasserkocher funktioniert nicht. Er ist kaputt. Und Ute meinte, ist da Wasser drin? Guter Tipp. Und ging wieder rein, kochte Wasser, kam 5 Minuten später raus und meinte, das Teesieb. Und da sprach Ute auf und meinte, setz dich hin, Andreas, ich mach uns Tee. Und er setzte sich süffisant lächelnd hin, sie ging weg, kam nach 5 Minuten wieder mit Tee und er war mega stolz darauf, dass alle Tee hatten. Das ist genial. Und wir sind nach Hause gefahren und ich saß im Auto und meinte zu meiner Frau, der Typ ist der Shit. Und meine Frau meinte, du, der Andreas tut mir einfach nur leid. Und ich meine, what, warum? Der kann sich ja nicht mal selber einen Tee machen. Hä? Nein, muss er nicht. Ute, mach das doch. Und dann haben wir uns relativ doll gestritten vielleicht. Weil sie meinte, hä, findest du das etwa erstrebenswert? Und ich meinte, bist du bescheuert? Auf jeden Fall. Ja, aber würdest du jetzt anfangen, würdest du jetzt nicht mehr aufräumen, wenn ich das alles mache? Warum sollte ich aufräumen, wenn du das machst? Vielleicht bin ich etwas laut geworden. Und dann meinte sie irgendwann den Satz, ach so, du hast das Gefühl, Andreas lebt wie Gott in Frankreich oder was? Und ich meinte, nein, Andreas lebt besser als Gott in Frankreich. Andreas würde leben wie Gott in Frankreich, wenn Gott irgendwann da gestanden hätte und gemeint hätte, Freunde, jetzt mach ich Licht. So. Licht. Ute, wo ist denn nochmal das Licht jetzt? Und dann kommt Ute und macht Licht und die Erde und Elefanten und Männer. Und dann beten wir ihn 2500 Jahre dafür an. Der Typ war der Shit. Oh. Ich weiß nicht, wie man das so lange durchhält. Ich werde es versuchen, aber ich halte nicht gut durch. Ich breche relativ schnell zusammen, habe ich gemerkt. Oh, alles ist so stressig, oh, die Milch ist alle. Und dann heule ich eine halbe Stunde. Ich habe versucht, im letzten halben Jahr herauszufinden, was ist der größte Druck für mich? Also was macht mir so einen Druck? Und ich habe gemerkt, der große Druck daran, Kinder zu haben, ist nicht, oh, es ist nervig, dass man keine Zeit für sich hat, bla bla bla. Der größte Druck, finde ich, ist der, dass man so eine Verantwortung hat. Ich habe nonstop eine Verantwortung für irgendjemanden. Und zwar, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht mal besonders gut darin, auf mich aufzupassen. Wie soll ich dafür sorgen, dass die drei überleben? Und das ist ein mega Druck für mich, diese Verantwortung zu tragen. Und so richtig klar geworden ist mir das erst, als ich jetzt zum ersten Mal das nicht hatte. Als ich das erste Mal nach diesem Lockdown wieder rausgegangen bin, vor 2-3 Wochen, glaube ich, weil ich bin alleine durch Berlin gelaufen, weil ich was vorhatte. Und bin da lang gelaufen und habe gemerkt, irgendwas ist anders. Stimmt, ich bin nur für mich verantwortlich. Und bin pfeifend fröhlich durch Berlin. Und kam eine rote Ampel, habe gesehen, es kommt kein Auto und bin einfach rübergegangen. Und gegenüber stand eine Frau mit ihrer kleinen Tochter, vielleicht 3 Jahre alt. Und sie fand es nicht gut. Sie meinte, Entschuldigung, was wird denn das da jetzt? Und ich meinte, ich bin bei Rot gegangen, weil kein Auto kommt. Und sie meinte, Sie haben eine Vorbildfunktion. Und ich sagte, nein, habe ich nicht. Wie gut ist das denn? Die sind alle nicht da. Was ist denn mit meiner Tochter? Ist mir scheißegal. Jetzt zünde ich dich an. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nee, und dann meinte sie, ja, dann erklären Sie das bitte mal meiner Tochter, warum es okay ist, dass Sie jetzt bei Rot über die rote Ampel laufen. Sagen Sie das, warum ist das okay? Also meinte ich, ja, alles klar, pass auf, ich bin erwachsen. Ich kann sehen, ob Autos kommen oder nicht. Ich kann bei Rot gehen. Du nicht.
Du bist ein Kind. Wenn du bei Rot gehst, dann stirbst du. Du gehst da auf die Straße und dann BAM! Linienbus. Ich bin erwachsen, ich darf bei Rot gehen, du bist ein Kind, du nicht. Okay? Sie meinte, okay. Und das hat die Frau sehr, sehr wütend gemacht. Also das war... Sie meinte... Und dann meinte die Tochter, und wenn ich erwachsen bin, darf ich auch bei Rot über die Ampel gehen. Und ich meinte, bist du bescheuert? Du hast eine Vorbildfunktion. Und dann bin ich weggegangen. Nein, ich meine, ich weiß das doch auch nicht. Natürlich habe ich eine Vorbildfunktion. Und auch das überfordert mich. Und das ist nicht so was wie bei, bei Rot muss man über die Ampel gehen oder ich mache die Hälfte des Haushaltes, damit die Kinder wissen, dass das normal ist. Sondern das ist, ich bin ja für alles verantwortlich. Wenn die Kinder scheiße sind, dann weil ich scheiße bin. Oder weil ich nicht darauf geachtet habe, dass deren Umwelt nicht scheiße ist. Und so ist es ja bei allen. Wenn meine Kinder sexistisch sind, dann weil ich sexistisch bin. Wenn meine Kinder rassistisch sind, dann weil ich rassistisch bin. Wenn meine Kinder antisemitisch sind, dann weil die Juden mit ihrem Geld in den Medien. Nein, aber würde ich das zu Hause sagen, dann würden die glauben, das stimmt. Natürlich. Natürlich gibt es so viele Menschen, die glauben, boah, die Rothschilds. Ja, hat Papa so gesagt, wird schon stimmen. Und das ist ja meine Verantwortung. Nicht nur, und es ist ja nicht mal nur das. Es reicht ja nicht mal, dass ich nicht rassistisch bin. Ich muss ja auch noch darauf achten, dass wenn sie rausgehen aus der Haustür, dass ich denen erkläre, da draußen gibt's Rassismus, so erkennst du den, so gehst du damit um, deswegen ist der falsch, das kannst du tun. Das ist meine Verantwortung, weil das passiert. Weil meine Kinder in Deutschland leben. Und Deutschland ist rassistisch. Und das liegt vor allem viel auch an uns. Weil wir rassistisch sind. Und es ist komisch, das zu sagen. Und es ist komisch, das zu hören, weil man sofort denkt, ich bin nicht rassistisch. Doch schon. Ich sag nicht, dass du das mit Absicht bist. Sind wir alle nicht. Einige vielleicht schon. Aber die meisten nicht. Ich glaube, in dem Kreis versuchen wir darauf zu achten, nicht rassistisch zu sein. Aber wir haben keine Ahnung, was rassistisch ist, weil wir kein Opfer davon sind. Und weil wir nicht bestimmen können, ob wir rassistisch sind. Weil wir nicht mal wissen, wie Rassismus aussieht. Jeder Mensch in Deutschland, der nicht weiß ist, hat eine ungefähre Ahnung davon, was rassistisch ist. Aber es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Oh, stopp, 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 stopp. Also, das ist schon öfter passiert, dass ich hier in der S3 mal Kartoffel genannt wurde. Dieter, das ist kein Rassismus. Das ist nicht... Ja, aber dann fährst du in Urlaub nach Spanien. Alle glauben, du hast eine Lederhose an. Was ist das denn? Dumm. Dieter, das ist dumm. Das ist kein Rassismus. Weißt du, es wäre struktureller Rassismus, wenn alle glauben, oh, du hast eine Lederhose an, deswegen wirst du in der U-Bahn bespuckt oder beleidigt oder angegriffen oder angepöbelt oder von den Lehrern und allen anderen anders behandelt. Und wenn du eine Wohnung suchst, ist es für dich deutlich schwerer als für alle anderen Menschen, weil du hast einen Nachnamen, bei dem man glaubt, der hat bestimmt privat eine Lederhose an. Und wenn du ein Jobinterview führst, oh, dann hoffe aber, dass der Mensch nicht glaubt, du hättest eine Lederhose an. Nicht mal das wäre struktureller Rassismus, weil... Zieh die Lederhose aus! Was ist los bei dir? Es gibt keinen strukturellen Rassismus in Deutschland gegenüber Weißen, weil Deutschland aufgebaut wurde von Weißen für Weiße. Das ganze System ist so aufgebaut, dass wir richtig gut damit klarkommen. Und bei allen anderen ist schon schade. Und wir alle wissen das. Wenn wir ehrlich sind, wir alle haben das doch schon beobachtet. Klar gibt es Menschen, die sagen, nee, also glaube ich nicht. Ich habe aber auch wenig Kontakt mit Menschen, die nicht weiß sind, weil ich wohne in der Gegend, da wohnen nur Weiße. Ja, struktureller Rassismus ist der Name dafür. Natürlich ist uns das allen schon begegnet. Ich war irgendwann im Zug und 2015, als es dann ganz überraschend ganz viele Menschen nach Deutschland kamen. Aus Syrien und Afghanistan und aus sehr vielen Ländern. 2015, wie Flüchtlingswelle. Und ich saß im Zug und wir sind an der österreichischen Grenze lang gefahren. Das heißt, es ist völlig normal, dass da irgendwann Bundespolizistinnen und PolizistInnen zusteigen. Meistens zu viert und die kontrollieren dann, also rein zufällig ausgewählt, stichprobenartig hier und da mal ein Ausweischen. Und bei uns im Abteil saß eine junge Familie, also drei kleine Kinder und die Eltern mit den Kindern kamen.
ich weiß, also vielleicht Syrien, Afghanistan, also jedenfalls sind die jedenfalls gerade erst gekommen, weil die hatten gefühlt in halbem Hausstand in Plastiktüten dabei. Die drei Kinder waren völlig erschöpft, lagen da auf den Tischen und im Fußball haben geschlafen. Die beiden Erwachsenen waren noch wach. Die Polizistengruppe kam rein und hatten sich wohl überlegt, ja, also ich sag mal stichprobenartig, fragen wir da mal nach. Und ging da hin und fragten, ja, haben die eine Fahrkarte? Und der Vater zeigte die Fahrkarten und dann meinten die, ja, haben wir die Pässe bitte? Und dann zeigten die Pässe. Und dann stellte er ihm irgendeine Frage, die ich nicht verstehen konnte akustisch. Und der Mann antwortete in einer Sprache, die ich nicht kannte. So. Und alle vier Polizisten, drei Polizisten, eine Polizistin, standen da und meinten, ja, hast du ihn verstanden? Ja, ich auch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, was er gesagt hat. Gut, dann alle einmal aufsteigen und raus aus dem Zug. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon was gesagt hätte. Ich weiß nicht, ob ich vor 6 Jahren schon den Mut gehabt hätte oder vor 5 Jahren. Musste ich aber auch nicht haben, weil 2 Sitze hinter mir eine sehr alte, sehr weiße, sehr aristokratisch aussehende Frau sich hochstemmte aus ihrem Sitz und meinte, warum? Ungefähr die Stimme. Es war wirklich beeindruckend. Alle waren so... Es war wirklich... Frau Gandalf war da. Und dann fing sie an und meinte, warum? Also warum kontrollieren sie jetzt die und nicht zum Beispiel mich? Und die Polizistin war so dumm zu antworten, weil sie alt sind. Das ist der Grund. Ja, und dann ist sie richtig abgegangen. Was nicht lange ging, es waren 2 Sätze, dann war sie völlig außer Atem und plumpste so zurück. Und es war richtig schön zu sehen, dass sofort 3 andere aufstanden und meinten, ja, aber sie hat ja recht, warum? Also warum müssen die jetzt aussteigen? Haben die keine Fahrkarte? Ja, doch, haben sie schon. Die Pässe, waren die nicht okay? Ja, die Pässe waren schon okay. Ja, warum müssen die denn aussteigen? Ja, die haben was gesagt und wir haben das nicht verstanden. Ja, aber das ist doch nicht deren Schuld. Die müssen doch jetzt nicht aussteigen, weil du zu dumm bist, einen Dolmetscher mitzunehmen, wenn du weißt, dass jeden Tag 10.000 bis 15.000 Menschen über die Grenze kommen, die Arabisch sprechen. Wie kann das deren Schuld sein? Alle waren empört, bis irgendwann die Polizistin, die deutlich jünger war als ihre 3 Kollegen, den Mut aufbrachte zu sagen, ich glaube, das ist schon schwierig, aber sie meinte irgendwann, Leute, die haben recht, die haben recht, weißt du was, lass uns einfach gehen. Und alle 4 verließen den Zug und diese Stimmung im Abteil war, boah, jetzt haben wir aber auch was. Und alle setzten sich irgendwann. Und dann gab es den merkwürdigsten Moment in den letzten Jahren, den ich überhaupt hatte. Weil sobald es irgendwie ruhig wurde, kam von hinten, wir versuchen, Leute zu schlafen. Ich dachte, wie wenig kann man eine Situation lesen? Selbst der Satz, den es überall in so Zeitungen gibt, dieses, oh, Deutschland hat ein Rassismusproblem, ist Bullshit. Ich habe kein Rassismusproblem, weil ich weiß bin. Aber wir haben ein Nazi-Problem. Und das ist selbst für mich gefährlich. Deutschland hat ein gewaltiges Nazi-Problem. Und nicht nur irgendwelche Skinheads, die hier in Barmbek ihr Unwesen treiben oder wo auch immer die im Moment rumhängen. Als ich hier noch gewohnt habe, was Barmbek. Warum Leute da dachten, auf jeden Fall ein Baseballschläger. Das ist nicht das Wichtigste an Nazis. Bei der Polizei gibt es Nazis, die ihre Macht und ihre Informationen missbrauchen, um KabarettistInnen, AktivistInnen, PolizistInnen mit Morddrohungen zu übersehen. Und es ist nicht nur die Polizei. Im Militär gibt es eine Menge Leute. Und es ist alles erwiesen. Es ist allen klar, dass das so ist. Die Munition horten, die Waffen horten, die Listen mit Namen aufstellen und Orte sammeln. Wo sie diese Menschen, die auf der Liste stehen, am Tag X, der bald kommt, reihenweise liquidieren wollen. Alle wissen das. Es gibt den verfickten NSU, gab es. Es gab Menschen, die jahrelang durch Deutschland gefahren sind und nicht deutsche Mitbürger und Mitbürgerinnen einfach abgeknallt haben. Und wer dabei geholfen hat, ist der Verfassungsschutz. Und alle wissen das und niemand interessiert sich einen Scheiß. Und extrem viele Menschen meinen, ja, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, woher kommt das? Ich habe das Gefühl, die sind auf dem rechten Auge blind. Woher könnte das sein? Dieses Land wurde aufgebaut von Nazis. Wir tun alle immer noch so, als ja, dann war 45, jo, und dann gab es keine Nazis mehr. Wo waren die denn hin? Wir hatten die alle gefragt. Die alle, ich war es nicht. Und ja, was soll ich dann noch machen? Die Bundeswehr wurde aufgebaut von Nazis. Die Polizei wurde aufgebaut von Nazis. Jeder Geheimdienst wurde aufgebaut von Nazis. Die Justiz wurde aufgebaut von Nazis. Und aus irgendeinem Grund sind die auf dem rechten Auge blind. Und das wird immer weiter befeuert. Von Leuten wie Seehofer. Von all diesen Leuten, die sich da hinstellen und sagen, rechte Gewalt ist schlimm. Genauso schlimm eigentlich wie linke Gewalt. Nein, halt dein Maul. Es gibt rechte Gewalt und es gibt linke Gewalt. Und dazwischen gibt es einen Unterschied. Rechte Gewalt richtet sich viel gegen Menschen. Linke Gewalt richtet sich auch viel gegen Autos. Und das ist ein Unterschied.
Seit 1990 sind über 200 Menschen in Deutschland gestorben aufgrund rechter Gewalt. Ja, aber man muss auch mal sagen, wie viele Menschen gestorben sind aufgrund von linker Gewalt. Na, wie viele sind das? Null! Aber Gewalt ist Gewalt. Das ist ganz schlimm. Nein, ist es nicht. Das ist ungefähr so, als würde jemand versuchen, mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt zu rasen, aber er wird gestoppt, wie am Heiligen Geistfeld hier, von so einem Betonpoller. Niemand würde da stehen und sagen, ja gut, man muss aber auch mal sehen, also klar, es war schlimm, was er vorhatte, er wollte Menschen töten. Man muss aber auch sehen, was der Betonpfeiler dem LKW angetan hat. Gewalt ist Gewalt, man wollte alles verurteilen. Es gibt in Deutschland Faschisten und die versuchen, Menschen zu töten. Dann gibt es AntifaschistInnen und die stellen sich dagegen. Das ist nicht das Gleiche. Es ist absolut nicht das Gleiche. Und es wird schlimmer. Jetzt sollten allen klar sein, und das wird noch schlimmer beim nächsten Mal, zehntausende Menschen in Deutschland sind wieder bereit, mit Nazis auf die Straße zu gehen, wenn man ungefähr die gleiche Richtung hat. Das passiert. Ja, aber da müssen wir, das ist auch absolut richtig, es gibt ja Meinungsfreiheit. Man muss darauf achten, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und dann haben Nazis auch Meinungsfreiheit. Nein, müssen wir nicht. Es gab schon mal eine Zeit, da haben wir Intoleranz toleriert. Und dann kam Hitler. Das ist, was da passiert ist. Ja, aber heute sind wir schlauer. Heute müssen alle die gleichen Rechte haben. Bullshit! Wir leben nicht in einem Land, wo alle Menschen die gleichen Rechte haben. Auf dem Papier schon. Abseits des Papiers natürlich nicht. Warum achten wir bei den Nazis mehr drauf als bei allen anderen? Und es gibt immer die gleichen Argumente. Du musst nur sagen, ja, es ist erwiesen, dass in Deutschland, auch in Deutschland, Männer und Frauen arbeiten im gleichen Beruf, aber Frauen kriegen weniger Geld. Ja, genau. Das kann nicht sein. Das ist verboten. Nee, dann zeig mir mal das Gesetz, wo erlaubt ist, dass man Frauen weniger Geld zeigt. Also bitte. Was ist das für ein Argument? Das ist, als würde ich zur Polizei gehen und sagen, mir wurde mein Portemonnaie geklaut. Glaube ich nicht. Das ist verboten. Nee, zeig mir mal das Gesetz, in dem erlaubt ist, dass jemand dein Portemonnaie klaut. Natürlich steht das im Grundgesetz. Kein Mensch darf benachteiligt werden aufgrund seiner Herkunft, seiner politischen Einstellung, seiner Religion. Natürlich nicht. Natürlich ist das trotzdem so. Ich habe das gute Recht, jetzt, wenn es dunkel ist, komplett alleine durch den Schanzenpark zu meinem Auto zu gehen, um friedlich sein Lenk zu schlendern, ohne die Angst haben zu müssen, vergewaltigt zu werden. Ich habe das Recht. Ich lebe das Recht auch. Frauen haben das Recht auch. Auf dem Papier, nicht in echt. Menschen mit schwarzer Hautfarbe haben weniger Chance, eine Wohnung zu bekommen, als ich. Wenn ich mich bei Edeka um Job bewerbe, habe ich mehr Chancen als irgendjemand mit einem Kopftuch. Warum ist es uns wichtiger, darauf zu achten, dass irgendwelche Nazis das Recht auf Meinungsfreiheit bekommen, als dass alle anderen Menschen ein vernünftiges Recht haben, normal zu leben? Menschen in diesem Land, die homosexuell sind, dürfen kein Blut spenden. Jetzt gibt's die Idee. Ach, wäre doch cool, wenn man schwul ist und Blut spenden darf. Ja, warum war das denn bisher nicht so? Wir haben AIDS. Ja, aber testet ihr nicht sowieso alle Blutproben auf AIDS? Schon. Ja, aber warum dürfen die das denn nicht? Schwulis. Das ist ein Argument. Es gibt kein Argument dagegen. Letzte Sache. Und dann machen wir lustig weiter. Aber die letzte Sache, bei der ich sagen möchte, sobald jemand das im Internet von euch irgendwie darüber redet, ich weiß, dass immer die gleichen Antworten kommen. Sobald man sagt, wir müssen Nazis aufhalten, gibt es immer Menschen, die in die Diskussion verwickeln wollen von stopp. Sind alle Nazis, die nicht deiner Meinung sind? Nein, Nazis sind Nazis. Ja. Wer sind denn diese Nazis? Nazis gibt es seit 1945 nicht mehr. Das waren nämlich die Nazis. Und wenn du die Menschen von heute Nazis nennst, dann redest du die Taten der Menschen damals klein. Nein. Wenn du dich heute weigerst, Nazis Nazis zu nennen, redest du die Taten, die diese Menschen heute begehen, klein. Und das ist das, was ist. Und mit Nazis meine ich nicht, Nazis waren damals nicht, ja, der Himmler, der war ein Nazi. Alle hier waren Nazis. Alle. Himmler, Hitler, Goebbels waren Nazis. Menschen, die im Krieg waren und für das Deutsche Reich gestorben sind, aus welchen Gründen auch immer, waren Nazis. Jeder Mensch, der in Deutschland gelebt hat und nicht dafür irgendwas getan hat, damit das Nazireich nicht weiter existiert, war Nazi. Und ich sage nicht, dass ich das nicht gewesen wäre. Ich wäre auf jeden Fall Nazi gewesen. Ich bin kein Held. Ich wäre auch damals kein Held gewesen. Ich hätte, glaube ich, ziemlich Karriere gemacht auch. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, für mich wäre das ja schon ganz geil gewesen.
Weil ich kann jetzt auftreten von Flensburg bis Saarbrücken. Damals, ich könnte heute auf Deutsch in Paris spielen. Es wäre der Hammer. Im Eiffelturm. Es gab verschiedene Gründe und ich verstehe, dass Leute nichts gemacht haben gegen das Nazi. Ja, natürlich. Ich hätte auch gestanden und gedacht, ja. Oder ich passe auf, dass meiner Familie das passiert und mache die Augen zu. Ja, natürlich hätte ich das gemacht. Und trotzdem sind das Nazis. Und heute ist es genauso. Wenn du bereit bist, mit deinem verfickten Patchouli auf eine Demo zu laufen, mit irgendwelchen Ketten um und irgendwelchen wallenden Kleidern, weil du der Meinung bist, nein, wenn ich einen Mundschutz tragen muss, dann kann mein Chakra den Mond nicht atmen. Und dafür nehme ich in Kauf, dass neben mir jemand läuft, der die Nazi-Fahne schwenkt, dann bist und bleibst du ein Nazi. Genau, Leute, linke Gewalt, alle jetzt! Link, so doll? Okay. Ein Baum, ein Strick! Nein? Okay. Ich glaube, ich bin links. Ich glaube, das wird mir oft vorgeworfen, aber ich glaube, ich bin links. Und ich habe auch immer gedacht, ey, ich bin schon echt weit links. Ich habe mich nochmal umgeguckt, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen umgeschaut und gemerkt, nee, da stehen noch ganz andere. Also da sind noch Leute, da stehen noch mehr links, auf jeden Fall. Ich war in Leipzig. Und in Leipzig gibt es gegenüber vom Neuen Theater ein riesiges Graffiti. Und das Graffiti, was da steht, ist, kein Meter den FaschistInnen. Und ich stand davor und dachte, nee, das ist zu links. Das ist in dem Hass zu friedlich. Das ist nicht. Das ist zu bedachter Kampf. Das ist so geil, dass da jemand stand und sich dachte, wir müssen kämpfen gegen all die Faschisten. Also alle, die männlichen Faschisten, auch die weiblichen FaschistInnen und auch alle Faschisten, die sich nicht jetzt identifizieren wollen mit einem der beiden. Wie viele von denen kennst du? Wie viele Nazi-Drag-Queens sitzen in Bautzen? Ich meine, nein. Die letzten Jahre war es sehr cool, links zu sein. Und es ist immer noch cool, links zu sein. Aber das Pendel geht gerade wieder zurück. Es war cool zu sehen, dass in den letzten Jahren, man hatte viel das Gefühl von, krass, immer mehr Leute achten darauf. Immer mehr Leute merken, ja, ich weiß nicht, was Rassismus ist. Aber vielleicht höre ich Menschen zu, die Opfer von Rassismus sind oder die Betroffene von irgendwas sind. Und vielleicht kann ich da ein bisschen was lernen. Es ist geil, dass diese Gruppe an Menschen immer größer wird und immer mehr Leute auch in meine Show kommen. Das ist ja auch gut. Und trotzdem gibt es dieses Pendel und ich habe das Gefühl, jetzt langsam ist die Gefahr, dass dieses Pendel zurückschlägt, auch gerade in der Öffentlichkeit. Weil es gab ein paar Jahre dieses Gefühl von, ja natürlich versuchen wir von jetzt an politisch korrekter zu sein. Und jetzt fängt es an, dass man auf der Bühne wieder steht und sagt, ja, aber ist ja auch geil, wenn man nicht so politisch korrekt ist. Warum nicht? Politisch korrekt sein. Eigentlich heißt das doch nur, ey, lass mal so reden, dass wir niemanden verletzen und alle mitmeinen. Ja, aber wer ist denn jetzt nicht gemeint? Frauen zum Beispiel. Na geil. Sag doch bitte Busfahrer und Busfahrerin. Das dauert locker eine halbe Sekunde länger pro Satz. Und klar, ich bin auch nicht perfekt drin. Einige Sachen bei Gender, aber es ist auch noch nicht ganz drin. Man kann nicht mehr als das versuchen. Und jetzt gibt es wieder Menschen, die sagen, nein, wir müssen damit aufhören. Und das kommt an so ganz verschiedenen komischen Punkten raus. Weil es gibt so viele Menschen auch, da gibt es so eine Grenze von politischer Korrektheit. Und das habe ich gemerkt, als ich gemerkt habe, dass es ein Thema gibt, bei dem das in meiner eigenen Fangruppe, da ist Schluss. Und das ist ungewöhnlich, weil ich meine, ich bin in so einer linken Bubble, ihr seid in meiner linken Bubble und ich sage, Nazis sind scheiße und alle sagen, ja genau. Und wir sollten auf Frauen auch achten als Männer, ja genau. Und dann gab es einen Punkt, dass so zwei Kitas in Leipzig meinten, Leute, liebe Eltern, es wäre cool, wenn ihr dieses Mal beim Fasching eure Kinder nicht als Ersteinwohner Nordamerikas anziehen könntet. Wen meinen die? Was haben die gesagt? Müssen wir es wirklich laut sagen? Ich weiß nicht, wen du meinst. Es sind Indianer. Indianer! Und dann gab es einen Shitstorm in ganz Deutschland. Menschen sind ausgerastet, weil das geht zu weit. Und ich meine in dem Video, hä, ist doch kein Ding, denn verkleiden wir die halt nicht mehr. Also wenn die das scheiße finden, hören wir damit auf. Und dann kamen meine eigenen Leute, die meinten, ich sonst immer auf deiner Seite und ich bin ein großer Fan von politischer Korrektheit, aber da ist Schluss. Einer schrieb mir, man muss auch aufpassen, dass das Leben lebenswert bleibt. Was ein extrem merkwürdiges Argument ist, dass man sagt, natürlich achte ich darauf, Menschen mit meiner Worte, mit meinen Worten und meiner Sprache und meinen Taten mich zu verletzen. Aber ich muss dreimal am Tag Judenfotze sagen, ansonsten kriege ich Bauchkrummen.
Einmal im Monat schubst sich jemand im Rollstuhl die Treppe runter. Ansonsten fühle ich mich nicht in meinem eigenen Körper wohl. Was soll ich machen? Und dann habe ich angefangen, mit denen zu diskutieren. Und dann gab es so Diskussionen, wo ich meinte, ja, aber dann verkleid dich doch als was anderes. Ja, was gibt's denn noch? Hä? Ja, es gibt ja gar nichts mehr. Nee, es gibt wenig Sachen, die nicht mehr gehen. Vielleicht malst du das Gesicht nicht schwarz an, wenn du weiß bist. Okay. Du verkleidest doch auch deine Kinder nicht als Judenkarikatur. Warum denn? Nur, warum denn? Er fand das Plakat so schön im Museum. Was soll ich machen? Und die Argumente waren immer die gleichen. Nein, du hast auch gemerkt, Leute haben irgendwas dagegen, aber es gibt auch nicht wirklich Argumente. Ja, finden Sie das denn wirklich schlimm, Moritz? Hast du da Beweise? Also habe ich einen Artikel gepostet, wo jemand meinte, also ich bin Cherokee und ich find's scheiße, mich verletzt das. Ja, eine Person. Nö, da musst du mir schon eine repräsentative Gruppe schicken, damit ich mein Leben umstelle. Was? Hä? Also wirklich? Nee, dann machen wir das so. Alles klar, cool. Nee, dann verkleide ich mich nächstes Jahr Fasching auf jeden Fall. Mich und meine ganzen Kinder. Alle als, weiß ich nicht, Michael Schumacher vielleicht. Dass wir da... Was denn? Ist zu doll? Habt ihr ihn mal gefragt, ob er das wirklich schlimm findet? Was hat er geantwortet? Seine Frau findet das nicht cool. Eine Person. Nee, da warte ich auf eine repräsentativ große Gruppe von Schumachers Frauen, bevor ich mein Leben hier umstelle. Ich verstehe das, dass man irgendwie... Also ich verstehe nicht, dass man die Grenze hat. Wenn man anfängt zu denken, ja, okay, ich versuche jetzt möglichst fair Menschen gegenüber zu sein, kann ich doch nicht sagen, ja, aber da ist Schluss. Und Menschen haben so eine Grenze und ich kann einige Grenzen verstehen. Für einige ist es zum Beispiel, tut es weh, wenn man Leute verliert. Mein Lieblingscomedian immer schon war Louis C.K., mein großer Held. Und dann kam raus, ja, also privat ist Louis C.K. auch schon jemand, der Frauen durch seine Macht dazu bringt, dass sie ihm beim Wichsen zugucken, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Und am Telefon ungefragt in Ohrmuscheln ejakuliert. Da habe ich auch gedacht, ah, shit, den mochte ich. Für ganz viele andere war es Michael Jackson. Es gab immer wieder Anschuldigungen, dass Michael Jackson vielleicht was mit Kindern zu tun hat. Das hat man immer weggedrängt. Dann ist er gestorben. Und jetzt gab es diese Doku irgendwann. 4 Stunden HBO. Die Doku war nur, dass da 2 Männer standen und meinten, und dann hat mich Michael Jackson immer wieder vergewaltigt. Und die Gegenwehr dagegen war so groß. Die Argumente waren so komisch. Das sind die Lügen. Die wollen nur Aufmerksamkeit. Die wollen nur selber berühmt werden. Wer will dadurch berühmt werden? Wie geil ist das denn, wenn du irgendwo langläufst und du triffst jemanden und jemand meint, Entschuldigung, kenne ich sie nicht irgendwoher? Kann sein, ich weiß nicht, ob sie... Sag mal, sie wurden doch, als sie Kind waren, von Michael Jackson vergewaltigt. Haha, schuldig, also fühle ich mich immer noch, aber weißt du, was ich meine? Selfie? Nicht so nah, Trauma. Glaube ich nicht. Ja, aber man muss auch vielleicht den Künstler von seiner Kunst trennen. Das ist ein so absurdes Argument. Ich weiß, dass es den Wunsch gibt. Auf Bremen 2 gab es so ein Interview, einen Tag nach der Dokumentation. Bremen 2 ist ein Sender, ich höre den gerne, ist für sehr alte Leute. Und da waren 2 alte weiße Männer, die haben sich unterhalten. Und der eine meinte auch, ich kann das nicht mehr hören. Ich liebe Michael Jackson, aber ich kann das nicht mehr hören, ohne zu denken, ich weiß es nicht genau, es gibt jetzt... Er ist ja nicht verurteilt, aber der hat wahrscheinlich Kinder angefasst. Ich kann dann nicht mehr zutanzen. Und der andere weiße Mann meinte, ja, aber ich meine, er ist ja am Ende des Tages, die Musik, ja, das macht ja die Musik nicht schlechter. Er ist ja immer noch der King of Pop. Also ich denke, jeder muss wissen, ob man denn die Kunst vom Künstler trennen kann. Das sollte jeder für sich selber entscheiden. Wir wollen ja niemanden zwingen, aber wir hören mal rein. Hier ist Michael Jacksons Hit-Single aus dem Jahr 1982. Und ich saß davor und dachte, what? Das klappt nur bei solchen Leuten, wo man denkt, ja, aber ich mochte das doch. Charlie Chaplin, aber es hat Minderjährige geheiratet und gevögelt. Ja, ist schlimm, aber der hat so gut nicht gesprochen vor der Kamera. Elvis, oh, schlimm, was der mit Frauen und Kindern gemacht hat, aber... Ich brauch das. Das geht nur bei sowas. Das geht nur... Privat wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, dass du nicht auf eine Gartenparty kommst und meinst, sag mal, ist Markus eigentlich auch da? Nein, bist du wahnsinnig? Wieso, was denn los? Hast du das nicht mitbekommen? Nein, was denn? Markus hat seine Frau gevierteilt und die Innereien gefickt. Entschuldigung? Mm-hmm. Die Innereien, alle. Was alle? Alle Innereien. Milz, Leber, ich weiß gar nicht, ich wusste bis dahin nicht, wie viele Innereien der Mensch hat. Das ist ja furchtbar. Ich dachte, dass er da ist.
Weil der ist ja immer bei Grillpartys gewesen. Der hatte einen so geilen Tzatziki, ne? Das stimmt. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, irgendwas fehlt. Es ist der Tzatziki, das ist das. Ja, da würde ich ehrlich gesagt ungern drauf verzichten. Du, vielleicht muss man den Menschen vom Tzatziki trennen einfach, dass ich da... Ich rufe den Markus mal an, vielleicht hat er Bock vorbeizukommen. Das würde ja nicht funken, das würde nicht passieren. Ich weiß, es sind so ein paar Sachen im Programm, wo ich auch merke, ja, so ein bisschen ernst. Aber ich würde gerne damit aufhören, habe ich während Corona gemerkt. Ich will auch, dass mir das alles nicht mehr so angeht. Ich will nicht mich nicht mehr so runterziehen lassen von all den Sachen. Ich will eher so sein wie meine Kinder. Meine Kinder sehen irgendwas und dann nehmen sie das in ihre Realität auf und dann ist das so und dann ist das auch cool so. Nikolaus habe ich meinen Sohn vom Kindergarten abgeholt und mein Sohn war aufgeregt, weil er meinte, Papa, ich habe heute den Nikolaus gesehen. Und ich meinte, krass, wo hast du ihn gesehen? Im Auto, er hat eine geraucht. Das war für ihn völlig normal. Dass er dachte, ja, natürlich braucht er auch mal eine Pause. Mega anstrengend für den sonst. Es gab einen Punkt während Corona, an dem meine Frau auf die Idee kam, ey, drei Kinder sind echt viel, ne? Und dabei ist doch auch echt schön, oder? Vielleicht wäre es mit vier Kindern noch schöner. Und ich meinte, oder wir denken über eine Vasektomie nach. Vielleicht wäre das auch eine Idee. Und erst habe ich gedacht, ja, ganz im Ernst, ich mache so ein bisschen, danke, dass immer mindestens eine Frau applaudiert. Auch gar nicht für mich, sondern immer für den Mann, der neben mir sitzt mit, das ist ein echter Mann, übrigens. Aber es ist schwer, ich kann ihn absolut nachvollziehen. Weil erst habe ich gedacht, ja gut, mache ich das, ist kein Ding. Und dann habe ich irgendwann gedacht, schon, also... Weil egal, wie emanzipiert ich als Mann bin und wie sehr man, oh, man muss sich ja, man ist ja nicht, man ist ja biologisch eine Sache, aber ja, aber es ist schon, Männer sind schon von Grund auf im Kern, man zeigt das nicht gerne, aber wir sind schon widerliche Primaten, viel auch. Vor allem Singles, wenn man ehrlich ist. Mir war das nicht klar, weil ich war viel alleine auf Tour und dann sind wir einmal losgefahren, ich und zwei Leute, kennt ihr nicht, Und doch, einen kennt ihr. Einer davon war natürlich Hinnack und der andere war Till Schneiders. Freund von mir. Und wir waren auf Tour vor zwei Jahren und beide waren Single. Und ich nicht. Und wir waren lange nicht zusammen unterwegs. Ich habe gemerkt, das sind wirklich intelligente, gebildete, intellektuelle Leute. Aber so ab 22 Uhr nach der Show... war das wirklich einfach nur noch abstoßen. Die beiden im Backstage, wie sie da saßen, so, ist ja auch dunkel draußen, ne? Pff, hier ein Handy, ne? Hast du die gesehen? Was ist die? Will ich nehmen. Will ich auf jeden Fall nehmen. Will ich auch nehmen, ne? Will ich teilnehmen auch. Will ich teilnehmen. Und die? Will ich nehmen. Die will ich nicht so nehmen. Warte mal. Die will ich nehmen. Das ist meine Mutter. Bist du bescheuert? Das ist meine Mutter. Ja, aber ich würde die nehmen. Was mit meinem Vater? Will ich auch nehmen. Boah. Du bist so ein primitiven Goblin, der das Gefühl hat, oh, jetzt kann ich muss meinen Samen so viel verteilen, wie ich kann. Und egal, wie intellektuell ich mich dazu bemühe, das nicht zu sein, auch ich bin so, dass ich denke, ja, ich mache eine Vasektomie, aber wo soll ich denn meinen Samen verteilen? Ich muss es ja nicht machen, aber ich muss das doch können. Und ich habe 6 Wochen mit mir gehadert, bis ich irgendwann dachte, nee, ich mache das jetzt. Weil ich kenne uns beide auch zu Hause. Nee, wir passen da richtig gut auf. Das hat mal richtig gut funktioniert. Und irgendwann habe ich angerufen bei dem Urologen. Wir haben nur in der Umgebung, haben nur einen einzigen Urologen. Der ist im Nachbardorf. Und der Typ hat die weirdeste Sprechstundenhilfe, die ich jemals gehört habe. Die Frau war weird. Weil ich rief da an, ich gebe zu, ich war etwas heroisch. Sie hat ja die 6 Wochen meiner Entscheidungsfindung nicht mitbekommen. Aber ich rief da an und meinte, Neumeier, mein Name, ich bin bereit. Ich meinte, das freut mich. Wofür genau? Ich meinte, ich habe mich durchgerungen, den Schritt zu wagen. Buchen Sie für in sechs Monaten eine OP. Ich tu's. Ich meinte, was wollen Sie machen? Eine Vasektomie. Und dann meinte sie, OP? Das ist doch Quatsch. Nee, wir haben auch morgen. Kommen Sie morgen um 9 vorbei, dann sind Sie um 19:15 wieder im Auto. Dann machen wir ein bisschen Schnippi-Schnappi und gut ist die Sache. Und meinte, wie Schnippi-Schnappi? Ist das der richtige Ausdruck, der dann auch angebracht ist? Schnippi-fucking-Schnappi? Dafür, dass ich dann, ich bin dann kein Mann mehr vielleicht. Und da hat sie gemerkt, okay,
Das war vielleicht weniger Spaß. Und dann ist sie ganz nüchtern mit mir diese ganze Prozedur durchgegangen mit, oh, irgendwelche Operationen vorher, haben sie irgendwelche Medikamente, die sie nicht vertragen, bla 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 bla. Dann waren wir endlich durch, hatten einen Termin für in 4 Wochen. Und dann hat sie am Ende wohl gedacht, ja, guten Versuch ist das noch wert. Weil sie dann meinte, ja, Herr Neumeier, dann steht ja alles fest. Eine Frage noch, Ihre Hoden, lassen Sie die hier oder nehmen Sie die dann wieder mit? Und? Was? Ja, ich würde meine Hoden gern behalten. Und sie meinte, nur Spaß, ich mach nur Spaß. Und dann wurde sie viel zu ernst und meinte, was sollen wir mit Ihren Hoden, Herr Neumeier? Ich meine, ich verstehe jetzt die Ebene nicht mehr, auf der wir jetzt irgendwie... Herr, wissen Sie, wie viele Vasektomien wir machen? Hier sind sehr viele Urologen. Wir haben locker 600 Vasektomien im Monat. Das sind über 1000 Hoden, Herr Neumeier. Wo sollen wir denn hin mit den ganzen Hoden? Und dann war sie so ernst, dass ich kurz auch dachte, ja, das sind schon eine Menge Hoden, keine Ahnung, wo wir das in Hoden nehmen sollen. Und dann dachte ich, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir kurz überlegt und dann habe ich gebrüllt, jetzt zünde ich dich an! Und dann war es okay. Das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen großen Applaus für Hinner Köhn. Einen großen Applaus für alle Menschen, die bereit sind, Geld zu spenden, für Leute, die in Not sind. Setzt die Maske auf, helft den Menschen in Moria. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch Corona.